So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn wir wollen heute diese Sriracha-Soße testen. Die sieht ganz besonders aus. Die habe ich beim GoFest in Berlin, wo wir da hingefahren sind mit dem Zug am Bahnhof, gab es so einen Asia-Laden, Asia-Shop. Da bin ich rein, da habe ich geguckt, was es da Gutes gibt. Und ich kenne normalerweise von Flying Goose diese Sriracha-Soßen mit dem grünen Deckel, mit dem roten Deckel, mit dem weißen Deckel, mit dem gelben Deckel, Sriracha-Mayonnaise und so weiter. Ich habe noch nie aber eine grüne Sriracha-Soße gesehen. Die Soßen waren alle rot. Und anhand der Deckelfarbe konntest du erkennen, wie scharf die sind. Das hier ist aber eine Sriracha Sauce von Flying Goose. Hemp Green Chili. Hemp müsste Hanf sein. Also eine Chili-Hanf-Soße von Flying Goose habe ich so auf jeden Fall noch nicht gesehen. Follow the Goose, ne? Da stehen noch die ganzen sozialen Medien Links, wo ihr da folgen könnt und der ganze hinterherfliegen. Die möchten wir antreten lassen gegen die Madoc 357. Aber nicht nur das, wir haben auch noch andere Soßen. Wir haben auch wieder unsere Nuggets. Denn wir wollen das alles testen, wieder mit Nuggets. Und Adi ist auch da, der hat gerade schon sich an den Nuggets vergriffen. Adi, Schatz, alles Gute. Das sind die Nuggets. Wir brauchen aber noch irgendein Thumbnail. Ach nee, das Thumbnail machen wir dann, wenn die Nuggets fertig sind. Die machen wir jetzt nämlich erstmal warm und dann testen wir uns durch die einzelnen Soßen und auch die Flying Goose Hemp Green Chili Sriracha Soße. Adi Schatz, alles Gute! Alles Gute! So, wir sind zurück. Die Nuggets sind fertig. Die Sriracha-Hanfsoße ist auch am Start. Wir halten die mal hier rein. Für das Thumbnail und inspiriert von Zankels Chili Bude habe ich mir natürlich jetzt wieder diverse Soßen hier hergestellt. Von der kleinen, milden bis zur Mad Dog werden wir die durchprobieren und versuchen, diese neue irgendwie einzuordnen. Ich mache in letzter Zeit ja öfters dann so Nuggets-Tastings mit Soßen, was mir sehr gut gefällt, was mir richtig Spaß macht. Und die Soßen variieren ja auch immer. Ich habe letztens diese Chili-Soße getestet. Die kommt jetzt einfach in die Reihe hier rein und wird nebenbei einfach mitgesnackt. Die anderen Soßen, diese Mango-Habanero und die Smoky-Habanero, die sind beide zum Beispiel gar nicht mehr jetzt hier dabei. Die sind nämlich schon leer. Wir fangen also jetzt erstmal an mit der Fuego Jalapeno-Sauce. Das ist aber die grüne, nicht die rote. Die müsste also an sich sehr mild sein und steigen erstmal ein. Ich versuche dann irgendwo die Sriracha zwischenzuschieben und zu gucken, ob ich richtig liege von der Schärfe, dass das so passt. Das ist nämlich gleichzeitig mein Mittagessen, deswegen muss ich das genießen. Fuego Hot Jalapeno Sauce, immer wieder gut für Sandwiches, so zwischendurch hin und her. Dann gibt es noch die Extra Hot. Die ist eigentlich richtig brutal, die ist aber leider schon leer. Ich habe aber noch mehrere Flaschen von den normalen Grünen, deswegen packen wir die da hin. Habe ich geringer eingeschätzt als dieses normale Tabasco. Das Tabasco müsste jetzt besser sein. Ich glaube aber, die Sriracha ist immer noch mehr als das Tabasco. Wir packen jetzt hier mal Tabasco drauf. Einfach ein paar Tröpfchen. Genau, Tabasco. Unglaublich toller Geschmack, unglaublich toller Tabasco-Geschmack, das ist so eigen. Man sagt zwar, okay, diese Jalapeno ist eh mal so ein bisschen säuerlich und Tabasco auch so, aber dieses Branntwein-Essig-mäßige, das kommt so extrem durch. Das ist bei Tabasco einfach nochmal eine ganz andere Note. Als nächstes würde ich die Bamboo Garden Asia Chili Sauce Hot nehmen. Die fand ich geschmacklich ja wunderbar, die fand ich so genial, aber fand ich jetzt auch nicht so extrem scharf, sodass ich sie auch noch vor der Sriracha einordnen würde. Und danach würden wir die Sriracha aufmachen und testen. Dann haben wir nämlich nur noch die Vicious Viper und die Mad Dog übrig. Seht, die esse ich theoretisch wie Ketchup.
Die schmeckt wirklich richtig brutal. Das ist auch aus Jalapenos, Jalapeno-Pulver. Hat hier bei Schärfe 2 von 3. Finde ich aber trotzdem so geschmacklich, so genial. Hab noch nie so eine gute, leckere Chili-Soße gegessen, bei der du nicht gleich stirbst, aber bei der du einfach einen richtig guten Geschmack hast. Es geht ja schon in die asiatische Richtung. Und Flying Goose, Sriracha, habe ich mir immer auf meine China-Nudeln gemacht, wenn ich mir gebratene Nudeln geholt habe vom Chinamann. Da habe ich Flying Goose drauf gemacht. Deswegen werden wir jetzt mal zur Sriracha-Hanfsoße greifen. Ich hoffe, das passt so. Wir werden hier das auch mal drauf machen. Dieses Grüne sieht in der Flasche richtig dunkel aus. Auf dem Nugget ist es deutlich heller. Sehr flüssig, sehr breiig. Grüne Sriracha-Chili-Soße, scharf. Mit Hanf. Es hat auf jeden Fall eine sehr eigene Note. Einen komischen Kräutergeschmack zwischendurch. Empfand ich jetzt nicht als angenehm. Scharf. Steht drauf. Scharf ist okay. Ich würde jetzt von der Schärfe keinen Unterschied schmecken zwischen dieser Chili Sauce Hot oder dieser Sriracha Grün Hemp Soße. Ich werde zum Vergleich noch einfach mal eins ziehen. Nochmal ein grünes zurecht machen. Nochmal hier drauf. Das grüne von der Sriracha Sauce, Hemp, Chili Soße, scharf. Also die Schärfe ist wirklich absolut auszuhalten. Die schmeckt sogar ein bisschen süßlich. Aber vordergründig der Geschmack, dieses kräuterliche, hanfartige, finde ich absolut widerlich. Kann ich gar nichts mit anfangen. Es wäre also eine Soße, die ich nicht nochmal kaufen würde. Dann lieber die rote, oder also die mit dem roten Deckel oder die mit dem grünen Deckel, die ganz normalen roten Chili-Soßen, extra hot oder sonst was. Oder die Sriracha Blackout, die haben wir auch schon mal gehabt mit dem schwarzen Deckel. Die sind okay, das war mal so zum Testen, aber geschmacklich war das jetzt leider nichts. Also nichts für mich und würde ich auf die Stufe setzen mit der anderen davor. Jetzt haben wir die Vicious Viper, die müsste jetzt natürlich von der Schärfe her nochmal anheben. Vicious Viper wurde ja auch von Zangels Chili Bude empfohlen. Ihr seht, gerade wenn wir irgendwas Scharfes testen, haben wir immer wieder den Bezug zum Zangel. Die packen wir uns jetzt hier drauf. Einen kleinen Tropfen. So, da ist der kleine Tropfen. Und ihr merkt sofort, wo es lang geht. Selbst wenn du alle vier Soßen davor zusammennimmst, kommst du nicht auf diese Schärfe. Die Vicious Viper überzeugt trotzdem immer noch. Ist auszuhalten. Auch wieder Habanero dabei. Papaya, Guave, Banana. Alles, das haben wir schon mal vorgelesen. Aber eine übertrifft es nochmal. Das ist dann die Mad Dog 357. In der Silver Edition. Aus 6 Millionen Scoville Extrakt. Mit 600.000 angeblich. Machen wir uns auch jetzt hier noch drauf. Hier müssen wir jetzt wieder vorsichtig sein, dass wir nicht gleich sterben. So. Ein Pfropfen drauf. Ein ziemlich großer Pfropfen aber. Das sind theoretisch eigentlich 3 Tropfen mit einmal. Probieren wir hier nochmal. Extrem genialer, süßlicher Geschmack, wieder winterlich mit Pflaume und so weiter. Keine Schärfe, gar nichts. Aber dann fängt es plötzlich an und breitet sich aus. Und dann zieht es ja das ganze Gesicht zusammen. Zum Abschluss würde ich gleich auch nochmal die grüne probieren. Machen wir uns ja auch nochmal drauf. Nochmal grün. Ein zweites grünes hinterher. Ist auf jeden Fall eine interessante Mischung, diese ganzen Soßen quer durcheinander. Ja. Kennt ihr die? Habt ihr die schon mal gesehen? Würdet ihr auch hier gerne mal testen? Wer vorbeikommt, kann die ja mal testen. Ansonsten würde ich sagen, braucht ihr euch nicht unbedingt kaufen. Außer ihr seid übelst die Hanf-Fans. Dann kauft es euch halt, aber ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.